Hallo liebe Leute, willkommen zur Testfahrt, sag ich mal so. Ich fahre jetzt heute hier mit Walle, sofern er nicht absagt jetzt noch kurzfristig. Und Kamera und noch eine andere Kamera hier im Rucksack. Fahren wir mal ein bisschen durch Berlin und machen mal eine Testfahrt mit diesem wunderschönen Riverside B-Twin 120. Warte, was? Riverside 100, 120. Ich muss auch mal rausgucken auf den Schmierzettel. Riverside 100. Mit den Rädern fahren wir jetzt durch Berlin und schauen mal, was dabei rauskommt. Vorher machen wir aber noch Tuning bei den Rädern. Streichhölzer zum Verfackeln. Ja, hier. Natürlich ein GoPro-Aufkleber muss auf. GoPro. Das muss auf. Wollen wir mal los, hä? EZB. Brauchen wir erstmal noch ein Schloss. Schloss nehmen wir auf alle Fälle auch noch mit. Weil zwar die Luxusvehikel mal aneinander ketten müssen. So was wie Schlauch und 15er Schlüssel. Damit kleine Pannen wenigstens ausgeschlossen sind. Multitool. Achter. Halt dabei. Ja, dann auf. Auf geht's. Nehmen wir den Helm noch raus hier. Habe ich ja noch extra geholt dafür. Hm? Ja, so, ne? Mit Bart. Tada! Dann kommt nachher der Helm auf und dann geht's los. Also. Der Bolide. Waltraud! Waltraud? Die Powder Gang! Wo ist dein Helm? Das ist ein Helm zu Hause. Hab ich aber auch nicht vergessen. Hä? Da dreh ich immer durch, wenn ich den Helm aufsetze. Echt? Ey, du mit deiner Kamera ausrüsten. Das ist schön. Ey, ich sehe jedes Mal, wenn du mir einen neuen Rahmen, also Firma, Fahrrad, irgendwas, wenn ich irgendwas Neues auf dem Schuh habe, ich sehe das, weißt du? Sofort, block. Ja. Ich sehe sofort einen Kuvara. Ist doch klar, ist doch normal. Ich stehe auf und ich sehe einen Kuvara. So richtig. 89er. Ist schon geil. Da hast du, oder? Nein, ich hab die rangebaut bei dir. Ja, die hab ich. Achso. Nee, brauch natürlich. Ey, ey. Warum tue ich mir das an, denke ich mir? Warum stehe ich auf? Aber es ist mein Zug so aufzustehen. So, na sag mal. Was ist denn los? So geil. Depression und ja, okay. Ja, echt mal. Raumstationsindikation.
Selber Raum, du bist ja die Raumstation. Ein Raumstationselement. Ja. Ja, ist das schön. Wegen Raumschiff. Uwahara. Warten, warst du schon beim Bäcker? Nö, war nicht beim Bäcker. Die vom Schwedkopf ist gerade gekommen. Ach so. Musst du gucken, ob. Ja, wenn nicht, holst du ja beim Bäcker arbeiten, aber. Naja, Spätkauf ist auch nicht billiger. 1,6er? Macht 2,268. Dann durch. Erstmal Richtung Osten, würde ich sagen. Osten? Nicht Richtung Westen, oder? Nee. Im Westen enden wir. Wow, ich fahr schon 8 km/h. Ich auch, 10. Scheiße. Viel zu schnell. Naja, gut, laufen. Okay. Laufen ist ja nur 6. Ey, klappt irgendwas. Pedal ist schon kaputt. Ah, ja, würde ich am liebsten gleich tauschen. Die Pedalen klackern schon. Los, mich auf die Fahrräder. Stopp Nummer 1. Kabel ausgehangen. Voll unangenehm gegen die Bremse zu schlagen. Mein Rad klackert ja schon, wisst ihr, der hat ja der Stoß. Jo. Ja? Boah! Bei mir knackt's! Nee, noch nicht, moin! Ja! Der quietscht, der ist noch neu! Da geht's nicht lang, da ist schon im Arsch. Oh, die Speichen? Komm mal, erstmal speichern, setzen. Hier, einmal die Seite und einmal die abdrücken. Oh, klackert immer noch. Halt, Reflektor, Hilfe, Reflektor. Nee, Sensor. Der Sensor, der hat sich jetzt gesetzt. Der so, ja, ja, der ist gegengekommen. Ja, jetzt beim Speichern. Ich hab extra Spannung eingestellt. Okay, wie weit sind wir denn schon gefahren? 315 Meter und schon zweimal angehalten. Spannung eingestellt. Alter, ey, voll Teamstar sind wir hier. Mal, wie die läuft. Deine Bremse ist leicht. Und die Kette, mach mal die Kette so ein bisschen unter Spannung. Da merkst du, wie die. Da merkst du, wie die sinkt, wie die so. Ich habe meinen Hinterrad genau so eingespeichert wie die Felge. Oh, guck mal, der ist ja. Ah, der Bügel ist ja krass da vorne. Voll zum Anschließen, so ein Anschließbügel. Der Bügel an der Gabel. Ach so. Was ist das für ein Rahmen? Ein Diamant? Sieht so aus, wa? Sieht aus wie ein Diamant. Mit einer MTB irgendwas Gabel.
Gelände fahren hier. Gibt ja sogar eine Schieberampe. Ja, ja. Aber die schweren Klumpen. Ja, 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 ja. Oh, der Walle. Antifa Bike Punks. Schau mal, 7,39. Runter, war zum Gammel. Kann ich nicht hier. Kann ich nicht hier rum. Ist kalt, aber. Raus! Ja, ich hab eigentlich noch See geguckt, eigentlich um 3. Nee, ich will nicht. Suchen wir uns dann romantischen Plätzchen am Strand hier, wenn Walle jetzt vorhat rumzuschleichen. Also Fazit nach 10 Kilometern ist, du kannst nicht einstellen an dem Rad, dadurch kannst du es nicht individualisieren, weil der Lenkervorbau eine Einheit ist, kannst du natürlich nicht die Neigung verändern hier oder so. Die Höhe schon, Sattel kannst du auch die Neigung nicht verändern, weil er ja festgebolzt ist. Du kannst nur nach vorne und nach hinten und nach oben und unten schieben. Aber die Neigung halt nicht, was ein bisschen doof ist natürlich, bist du ein bisschen gebunden. Die Einstellung zum Leben, ja. Ja, kannst deine Einstellung nicht verändern. Ja, ja, 10 Kilometer, die Räder fahren sich immer noch scheiße nach wie vor. Man hat schon das erste Klappern und die, ihr Rassel und so. So ja, 10. Lange Strecke ist natürlich kacke. 10 Kilometer, naja, geradeaus ist auch öde, wa? Ey, du hast ja nicht die Gummis dran. Welche? Hier. Hier fehlt ja der Gummi. Bei dir fehlt der Gummi, ja. Wieso denn? Ich hab gedacht, das reicht. Wie Twin ist gewinnen? Ich bin Quatsch, Alter. Oh ja. Hab vergessen. Moin! Ja! Holly! Holly! Hey! Hallo! Stammkunden! Oh, Windstille, Windstille, merkst du gleich? Oh, merkst du gleich? Ja, ja, okay. Oh. Ja.
Jetzt gleich zischelt wieder. Gleich kommt er hier. Big bite. So eine Kacke. Sachsengasse. Ein S-Saver. Ja, ist doch noch gut. Ja, ich brauche auch mal was. Da liegt noch Bier rum. Ja, ich muss mir was kaufen. Ich habe das echt zu Hause vergessen jetzt. Was das so trinken? Ja. Ja, aber ich kann ja. Ah ja. Verstehe. Hier, da. Stelling-Jansky-Brücke. Das ist ja eigentlich mein Ding auf. Oh, muss aufpassen. Ich hab Angst. Ist bestimmt eine Bombe drin. Da hat jemand seine Jacke liegen lassen. Ja, aber da ist doch dahinter schon Kotze und so. Nee, da hängt das einfach an hier. Halt mal kurz. Walle. 50. Achtung. Ja. 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 Oh, ich hab die Jacke. Walle hat eine Jacke gefunden. Aus Paris, Modell Paris. Natürlich, hau ab, ey, hau ab, ich will die nicht, die ist angekotzt. Los nicht, ey, das fängt an zu rühren. Also, Airsafer, ne, ich hab einen Airsafer. Das heißt, fängt nicht an zu rühren. Nee, fängt nicht an zu rühren. Wie soll ich denn hier hochschieben auf der Seite? Dann musst du da. Wer hat denn das geplant? Oder wir gehen hier hinten hoch. Guck mal, der S-Bahn-Brücke. Ja, aber da wollen wir nicht hoch, komm. Ja, wir können aber da rüberlaufen. Komm nochmal. Hier ist einfacher. Das ist der S. Nein! Doch, doch. Nein, komm! Nein! Walle! Komm! Das ist ja bekloppt. Walle! Walle! Du hast sie nicht mehr alle! Waltraud, komm her! Hier ist abgeschlossen! Mann, ey. Ach, Waltraud. Wieso, gibt's hier eine Schenke? Da gibt's bestimmt was zu essen bei der Tanke. Wir können auch weiterfahren. Walter? Walter ist was ist da? Oh, das ist mein Boot. Alken, Hohnsdorfer, jetzt sind wir Grünauer Straße, Bundeswehr. Hop, hop.
Ultraschall. Ultraschall. Ich brauche wegen Schallortung, brauche ich das. Between. Between Machmin. Pablo! Juan. Ja! Ja, 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 ja! Boah! Ja. Na, weiter! 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 Ah! 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 Die will ich doch nur kennenlernen, Walle. Die wollen dich alle nur kennenlernen. Was fährst du denn auch so weit drüben noch? Drüben im Westen. Kommst du aus dem Westen oder warum fährst du so weit drüben? Aha, der ist ja gut, der Spruch, den muss ich mir mal klären. Achtung! 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 Komm mit! Anfang vom Ende. Was, wohin? Ja, siehst du, siehst du. War lieber die Steine. Früher gab es ja. Fühl mich nicht. Check mal ab. Fühl mich nicht. Fühl mich nicht, gibt es nicht. Check mal ab. Fühl mich nicht. Fühl mich nicht, gibt es nicht. Waldraut, hallo. So. Bin dann mal weg. Was sagt die Technik? Technik 1. Schwierigkeitsgrad. Kann er recht. Oh. Jetzt kannst du ein bisschen auf den Spielplatz gehen. Jetzt tob dich mal aus. Die Scheibe quiekt. Ja, die Scheibe quiekt. Das ist der Elektromotor. Ja, Walle kann Willi auch mit Bitwin. Ja. Ist doch voll eingefuchst.
soll das denn jetzt? Drin ins Wasser oder was? Ach, du musst nur pullern. Wir sind am Meer. Endlich, wir sind am Meer. Ja, jetzt, geh mal mit Neoprenanzug rein. Jetzt ja nicht mal, jetzt steckt ein V-Twin-Rad drin. Ey, du. Kippt, Moment. Kippt? Nee, wir wollen nicht, dass es Gemächt. Er hat eine Sonnenwolke kreiert. Gemächtschutz oder so. Du kannst die Sattel nicht einstellen, das ist der einzigste mächtige, mächtige Nachteil auf jeden Fall. Ja, du kannst die Sattel nicht, nicht einstellen. Nicht anfassen. Wieso ist denn das? Gut, bis dann, ciao, ciao. Andern, andern! Andern, andern! Kannst du nichts andern? Ja, der hat dir gar nicht erzählt, was er arbeitet. Nö. Moin! Rex. Schnitteböen. Rex Room. So ein bisschen, als würde ich mit meinem Sohn fahren. Aber die Assoziation hast du ja öfter. Also das ist ja durchaus was Positives. Jetzt geht das wieder los. Trio! Trio Infernale! Ranft? Kenn ich die Nummer. Ja, unmöglich. Unmöglich. Lieber mit Auto. Das ist doch ein Radweg, du Bruder. Gibt's da ja nicht. Wollen wir hier rum, wa? Hier? Ja, auch hinten nach. Warte, hier rum? Schraub dort den Rebound ein bisschen hin. Weil der nicht auf dem Hinterrad fahren kann, will er nicht. Das ist ja wirklich. Ich mal Kolonne fahren hier. Mit den dünnen Reifen hier. Ja, ein schön shaky. Ist ja 100 Pro irgendeine Schießstand. Lokalität oder sowas, ja. Fundament auf alle Fälle für irgendwas. Ja. Ach, das ist ein Bahngleis. Ach, ja, Versorgung ist, ja klar, ein Bahnhof ist das. Ja. Also ein Bahnsteig. Hinter Erkner, kurz hinter Erkner. Was ist das da? Regenrinne leider. Regenrinne. Da waren nicht hier Baracken. So, jetzt stehen wir auf dem alten Bahnsteig. Lost Place, Alter. Jetzt machen wir noch ein Lost Place hier draus. Ja, man könnte auch mal buddeln und gucken, ob man mehr findet. Da findet man bestimmt mehr. So, jetzt. Gut, das ist also hier die Gedenkstätte. Ist ein bisschen dürftig, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ey, wenn denn schon, denn schon. Können wir wenigstens einen ordentlichen Weg hier hin machen. Was soll denn das? Ja, klar. Ja, ich glaube, der kann das schon ganz gut, ey. Hier oder Straße? Nö, durch den Wald oder was? Wie ist ideal? Also die Fahrräder sollten ja vielleicht nicht ganz so, oder? Geradeaus. Gut. Hui. Hui, hoi.
schon zu gefährlich für das. Wildschweine haben hier keine Chance. Schanze. Professionelle Brücken. Auch nur hier aus den 30er Jahren. Frisky. Oh. Ah. Auf alle Fälle kommen wir durch. Aber nicht mitfahren, oder du hast Fatbike. Als hier einzeln rauszuheben? Ja, das ist eine Aufwärmarbeit. Als hier einzeln rauszuheben? So, jetzt im Entengang müssen wir durch, oder was? Achso, die wollen wir ja nicht für die Straße. Hä? Müssen wir doch nicht, wir sind ja die gleiche Zelle, wir können ja da hoch und dann über die Straße rüber. Können wir hoch, aber... Ja, willst du runter, dann runter. Da kommst du mit dem Lenker überhaupt durch, ne? Na klar. Dein Lenker ist höher. Schläft da noch einer? Nee. Einfach mal links an. Boah! Kennt jemand? Ah, Licht. Ich würde dich sagen, Mann. Licht aus, Licht an. Ransdorf! Schwupp, wird schon wieder langweilig. Hallo. Wow. 46 Kilometer erst. Ja, 46,2, ja. Oh, wann seid ihr losgefahren mit wie viel? Mal mit null. Nee, von mir aus? Ach so, ne, das waren 15 vielleicht oder so, oder? Ne, 35, 11. Was, jetzt 11 Kilometer? 12 Kilometer. Obwohl, eigentlich sind schon recht viel für von da bis hierher. Ja, wir sind ja rumgeschlichen hier hinten, ist ja nicht... Na, mir kommt das wesentlich kürzer vor, wie 5 Kilometer oder so. Wie wolltest du was? Ach so, Lage bin ich hier. Wir haben noch nicht mal 50. Er schmeißt es zusammen. Na, am Markt halt, oder? Komm, Markt. Oh, ging's hier nicht immer durch früher? Oh, hier sind wir. Na, italienisch. Icke Walle, komm mal rüber. Das ist ein Federgabelkollege. Ah. Ja, sowas. Ja, Sand unterwegs, Mensch. Ja. Wunderschön. Moin. Hallo. Jetzt die Fach. Willst du zum Achim? Nein. Wie, was zum Achim? Federgabel.
Ja, ja, geil, oder? Das ist ein Bike, sag ich dir. Ja, Magic Sports, ja. Ja, ja. Ich kann mir was ihr macht, da brauche ich nicht mal einen Helm. Du, ey, wir haben viel billigere Draht als du. Ja, genau. 136,40 Euro, jetzt komm du mal. Das war teurer, Alter. Das hat nur ein bisschen Angst gekostet. 5 Minuten Angst? Nee, aber das ist aber teurer als das, was wir fahren. Du bist hier der Hipster von uns. Ja, echt. Ja. Zum ollen Fritzl. Wer hat denn nicht da angeschmiert? Was für Asseln. Die R6 war's. Oh. Aber bis nach oben hat er es nicht geschafft. Da hat nur die Taube rumgeschissen. Nee, ja, nee, das ist was, das ist ja obwohl. Deswegen hat er nicht weiter geschafft. Alle gut. Ich lade dich ein, alle gut. Ja, 2 Hosen ist ein Vorteil. Mein ganze Ding. Genau, mit Quizshows und mit allem, was auch den ganzen Privatfernsehen zu bieten hat. Mit dem ganzen Scheiß zum Studio, genau. Wo noch die Leute aktiv mitwirken können halt mit den Zuschauern. Ja. So, jetzt die bitte und die bitte, die wünsche ich mir da runter. Dann gehst du darauf ein und dann gestaltest du danach dein Fernsehprogramm. Gut, danke. Schmeiß euch. Ja, alles gut. Danke, gleichfalls. Ja, war eine Ehre. Wollte ich eh. Das ist noch mein Wohngebiet. Ah, okay. Wo willst du hin? Dachte schon, du willst hier ganz hinten rum durchs Gewerbegebiet. Da hab ich keinen Bock drauf. Fährt Fahrrad! Der Blinker. Was sind jetzt direkt so drei haben, so gut sind eigentlich? Pass auf, die zerfallen noch 10 Kilometer vom Schluss hier. Cross Country. Ah ne, ja nicht. Ist ja alles, ist ja asphaltiert. Einfach so, für zwischendurch mal schnell. Ja. Ich habe nur so Winter, die wollte ich nicht anziehen. Winterhandschuhe. Ihr Huren und Hühner. Berliner Clubszene beginnt hier. Thank you.
Skyline. Skyline. Memphis Design. Natürlich. Was ist denn das hier? Oh, hat heute geschlossen, müssen wir wieder zurück. Oh. Ja, wer ist geschlossen? Tommy, komm mal an hier rein. So eine Kacke. Das hat mein Ehe gesagt. Auf jeden Fall nicht. Oh. Was für eine Luft. Sure. Werkstatt und Arbeit. Werkstatt und Arbeit, ja. Werkstatt. Ich würde mal sagen, das war's, ne? Ja, was? Wie? Das war's? Mach das gut? Ciao, ciao.
Also 150 Kilometer fast zusammen. Ja, ja, richtig sportlich. Das ist doch in Ordnung. Ja. Oh, ich muss mal sagen, das war's, ne? Ja, was? Wie? Das war's? Und das tut? Walle, bis morgen! Ja. Oh, Mensch. Ja, dann würde ich mal sagen, ich wette das halt mal aus. Wir sehen uns im nächsten Vlog.